Ja, auf geht's. Letzte Gelegenheit, euch mal eben zu zeigen, wie man eine mobile Wasseranlage in Betrieb setzt, die ich vor einem Jahr ungefähr selber gebaut habe, nee, fast 2 Jahre schon her. Aber jetzt habe ich einen Filterwechsel gemacht und habe die Gelegenheit, euch mal zu zeigen, wie das funktioniert. Also, das ist ein EP65-Koffer, ist absolut wasserdicht, kommt kein Wasser rein und auch kein Wasser raus. Der hat hier ein Flugventil, ne? Das heißt, man kann es auch im Flugzeug mit transportieren, ohne dass das Gerät beschädigt wird. Aufmachen, alles drin, was man braucht. Abfluss, das ist der Wasserhahn, das Werkzeug, der 36 Volt Adapter. Dann, das Gerät ist hier für, wenn man jetzt zum Beispiel Wasser aus dem Teich holen will, ist eine 12 Volt Pumpe, die wird vorher angeschlossen, weil das Gerät braucht ungefähr 0,5 Bar Vordruck. Das ist hier das Spülventil, das muss man erstmal einschalten, und zwar auf Durchfluss. Dann haben wir hier Folgendes, das ist ein 5 mm Filter, das ist ein Aktivkohlefilter, das ist ein 1 mm Filter, dann haben wir die Membrane, dann geht es durch den Aktivkohle-Kokosnussfilter, dann haben wir hier einen Mineralisierungsteil, dann haben wir hier einen Anschluss für den normalen Wasserhahn und hier die Boosterpumpe auch mit 36 Volt. So, das Ganze wird also hier jetzt mit diesem Hauptschlauch verbunden. Dazu wird das hier rausgezogen, reingesteckt. Und das ist der Abwasserschlauch, ist rot gekennzeichnet. Der kommt dann hier rein. So, dann haben wir hier den Wasserhahn, der kommt hier rein, wo das blaue Schild ist. Da kommt auch schon Wasser raus. So, ja, das war es eigentlich schon fast. Klappe zu. Das Teil hingestellt. Hier haben wir einen Druckmeter, der zeigt an, wie viel Power, wie viel Wasser drauf ist. Wir fahren hier meistens mit 6 Bar. Das reicht aus, um das Wasser schnell durch die Osmoseanlage durchzudrücken. Der schafft in einer Minute 10 Liter und das bedeutet, am Tag kann man hiermit mindestens 1500 Liter locker schaffen. Also ein ganzes Dorf versorgen oder einen großen Campingplatz. So, und angeschlossen, zack, jetzt muss ich nur noch das Wasser aufdrehen. So, Gerät läuft. Hier ist das Abwasser, das jetzt durch das Spülventil in die Gießkanne geleitet wird, damit es hier nicht alles, immer ist richtig schön gut Druck drauf. Da kannst du auch mal eben was sauber machen. Kann man ja nutzen, das Abwasser. Das macht ungefähr 50-50. Das bedeutet also 50 Liter gutes Wasser und 50 Liter Abwasser. So, jetzt kann ich das Spülventil ausmachen und das Gerät hört auf zu laufen. Das hätte ich mal vorher machen sollen, klar, weiß ich. Okay, so, jetzt habe ich hier schon mal einen Kanister vorbereitet und jetzt brauche ich eigentlich nur noch das Wasser laufen zu lassen. Und es geht los. Hier sieht man 6 Bar ungefähr und schauen wir mal, wie schnell das geht, bis dieser Kanister voll ist. Hier habe ich noch mal ein Testglas. Damit kann man noch mal eben kurz die PPM messen. So, das gleiche habe ich noch mal in so einem Koffer. Hier sind allerdings jetzt meine GoPro-Geschichten drin. Aber es gibt es auch in kleiner. Das bedeutet aber, dadurch, dass der Koffer so klein ist, kriege ich da natürlich keine große Membrane rein. Der Kaffee schmeckt übrigens auch hervorragend mit dem Osmosewasser.
Und zwar aus dem Grunde, einmal wegkippen. So, man muss immer eben einmal durchspülen. Dann habe ich hier mein Messgerät. Wo habe ich es denn? Messgerät und kontrolliere das Wasser vorher mal eben kurz, wie viel ppm es hat, und man sieht es hier, es hat so 7 bis 8 an der Temperatur von 17 Grad. Das ist natürlich perfekt und so kann man das Wasser auch gleich abfüllen. Prost, hervorragend. So, das war es erstmal.